Servus Menschen, hier ist wieder euer Robbies hier zu einem erneuten Video. Und zwar ist das heute schon das zweite Video und wie ich schon beim letzten Video gesagt habe, haben wir heute eine Bonuswoche und zwar haben sie jetzt ja mit dem Awakening DLC hier diesen Punkt hinzugefügt und natürlich alles, was ihr über das Awakening DLC wissen müsst, ist unten verlinkt. Diese Woche sind einfach viele Videos gekommen. Ich glaube, das muss ich nicht mal erwähnen, das habt ihr schon mitbekommen. Und heute, das zweite Video ist dann der freie Modus und dann am Abend bekommt ihr dann Dead Ops 2 zu sehen. Und ich probiere das Ganze so unterhaltend zu machen, damit ihr was für das Wochenende habt, für den Wochenendstart. Ich habe mir das so ausgedacht und ich habe mir gedacht, ich habe das eigentlich fast gar nicht gezockt und deshalb wollte ich euch das Ganze zeigen. Ich habe jetzt hier einen freien Modus, auch bekannt unter Freerun, nur einmal gezockt und Blackout habe ich nicht mal durchgezockt. Und Dead Ops hier, die Arcade, habe ich auch noch nie gezockt, da war ich noch nie drin und ich weiß gar nicht, wie das ausschaut und Albträume auch nicht, bis heute eben. Könnt ihr auch vorbeischauen, falls ihr das noch nicht gesehen habt, natürlich muss ich pushen. Und wir starten gleich mal mit dem Alpha-Kurs hier und ich sehe, wir sehen uns nach einem kurzen Cut wieder, so mache ich, sonst dauert das Ganze zu lang. Ja, wir starten hier und ja, ich bin eigentlich im Freerun gut, kann man sagen. Ich kann nur den G-Slide nicht mehr, den neuen, wo auch gestern ein Video übrigens gekommen ist, muss ich dazu sagen. Und hier der erste Parcours geht easy, mit G-Slide würde das Ganze natürlich noch schneller gehen, aber eine Map dauert, wenn man sie gut macht, um die 2 Minuten. Sage ich jetzt mal 2-3 Minuten, höchstens 3 Minuten. Ansonsten bist du Kacker. Ja. Und hier sehen wir dann die erste Wand, die man mit einer Pistole abschießen muss, damit man durchkommt. Ja, ich bin schon mal 400stel schneller als beim ersten Mal und das war gleich beim Release, wo ich das Ganze probiert habe. Jetzt bin ich schon eine Sekunde schneller. Und da vorne sehen wir schon die erste Wand, wo wir unterm Wallrun dann das Ganze machen müssen mit der Waffe. Aber das Ganze geht easy. Und wenn man daneben schießt, ihr seht, ich habe eine Sekunde Strafe bekommen. Was belastend ist. Und das Wasser probieren wir jetzt bestmöglich hier zu umhüpfen, damit man schneller ist, denn Schwimmen geht zu langsam. Wir wollen das Ganze schnell machen. Und ich glaube, wir sind eh schon ziemlich weit. Okay, vielleicht auch doch nicht. Doch, dort ist das Ziel. Also das Ziel ist jetzt hier gar nicht mal so schwer zu erreichen. Also das ist wirklich für die Anfänger hier. Ich zeige das Ganze einfach. Und ja, sehen wir einfach so jumpen. Dann geht das Ganze easy. Und wirklich der Parcours ist auch echt gut, wenn man wirklich seine Jumpskills üben will für einen Multiplayer. Vor allem dann die fortgeschrittenen Parcours, die wir heute hier auch sehen werden dann. Und jetzt habe ich gejoked hier zum Schluss nochmal. Ich bin's nicht. Und hier sind wir im Ziel. Und ja, das war der Anfängerkurs. Ich würde einfach sagen, wir schauen uns dann den nächsten Kurs an, nach einem kurzen Cut. So, Sidewinder heißt hier, die nächste Map ist mittelschwer. Ist auch noch machbar, würde ich sagen. Also wirklich, ist zwar angegeben als mittelschwer und ich joke am Anfang, ja, ich push mich hier am Anfang so rum. Aber es ist machbar, sagen wir so. Es ist nicht so, wie sie schreiben, mittelschwer, dass es wirklich eine große Änderung gibt, sondern es sind, ja, es ist lediglich nur ein bisschen schwerer. Man muss hier diesen Balken beachten, hier auf dieser Mittelstufe, damit man den auch richtig ausnützt. Und das ist dann vor allem bei der Profi Freerun-Map dann wichtig, natürlich. Aber hier übt man sich rauf eben. Wenn man die Map noch nicht beherrscht, allzu gut, wenn man die nicht schafft, dann sollte man auf jeden Fall auf der Map weiter üben. Und dann kann man sich eben steigern. Ganz klar gesagt. Und die Wände sind auch wirklich so ausgelegt wie in den Multiplayer-Maps. Und das Ganze ist ausgelegt, damit man ein bisschen trainiert, auch für Multiplayer ein bisschen. Denn ihr habt auch die Situation, dass ihr unterm Sprinten vielleicht schießen müsst. Dass ihr auch unterm Wallrunnen schießen müsst, haben wir ja auch gerade vorher die Situation gehabt und ihr seht gerade hier, es hat wirklich mit allen Multiplayer-Map-Situationen hier zu tun. Jetzt hier eine lange Wand, wo man eigentlich nur so immer bei diesen Ecken da, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, auf jeden Fall, macht es einfach so wie ich, dann müsste das Ganze safe sein. Ihr seht, ich kürze hier immer ab, sonst geht sich das Ganze nicht allzu gut aus.
Und hier, das Ganze ist natürlich easy. Das leihen wir hindurch. Und falls ihr jetzt wirklich zum ersten Mal Call of Duty spielt, hier Black Ops 3, und noch nie davor irgendwas gespielt habt, dann ärgert euch am Anfang einfach nicht. Es ist am Anfang auch schwer. Es schaut vielleicht bei mir jetzt einfach aus, aber es ist nicht so einfach. Natürlich muss ich mich pushen, dass ich der Pro-Player bin, natürlich. Der Jump war schon anspruchsvoll, auf jeden Fall, würde ich sagen, für Anfänger. Aber wir machen weiter. Wir sind gut in Zeit, auf jeden Fall mein Rekord. Habe ich bis jetzt schon mal. Zum Beispiel jetzt, diese Wand war fies. Diese Wand war auch fies, aber 100er Prezi regelt. Und wenn man die Map beherrscht, dann kann ich sagen, dann hat man sozusagen die Grundlagen für das Wallrun. Dann kann man auf jeden Fall die Gegner gut holen immer. Die nächste Map ist dann eine Stufe höher. Und die werden wir uns jetzt nach einem kurzen Cut anschauen. Die Zeit geht auf jeden Fall klar. Man sieht sich nach einem kurzen Cut dann bei der nächsten Stufe. So, hier Infected, die nächste Map. Kennen wir von irgendwo. Eine Multiplayer-Map vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Machen wir weiter. Das Ganze ist jetzt für erfahrene Spieler angegeben von Treyarch hier. Und man sieht schon deutlich den Unterschied hier. Das alles ist knapp, auf jeden Fall. Und wenn man sich hier die Boosts wirklich nicht sehr gut timed, dann verliert man da sehr, sehr, sehr schnell Zeit. Und jetzt die erste Wand mit 2. Und es kann sein, dass es jetzt auch ein bisschen Rage gibt, natürlich. Dass das Ganze auch noch für euch lustig ist. Ich joke, Jungs. Ich joke. Aber vor allem bei der letzten Map wird es dann für euch ziemlich lustig. Sage ich jetzt einfach mal. Außer ich mach's im ersten Durchgang durch. Aber das habe ich am Release noch nicht geschafft. Das muss ich sagen. So 8 Sekunden Vorsprung. Man sieht auf jeden Fall die Steigerung von mir. Man sieht auch die Steigerung der Map. Vom Skill her, was man können muss. Ihr habt gerade gesehen. Oh, ich joke. Das wäre ansonsten gut gewesen. Aber ich habe ein bisschen gejoked. Da kommt es wirklich auf jeden Jump an. Ihr seht, ihr müsst hier gar nicht allzu viel jumpen. Ihr müsst da nur einmal kurz die Jump-Taste drücken. Und dann haftet er wieder sozusagen neu an hier auf diesen Kanten. 8 Sekunden Vorsprung, ja. Ich habe mich brutal gesteigert einfach, muss ich sagen. Muss ich mich pushen hier. So. Mich würde es auf jeden Fall auch freuen, wenn ein paar Leute noch dabei sind. Weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall wird es erst lustig. Behaupte ich jetzt einfach mal. 17 Sekunden Vorsprung, da seht ihr mal, was ich für ein Skiller geworden bin. Vielleicht ist jetzt die eine Map gar nicht so schwer für mich, wie ich sie in Erinnerung gehabt habe. Und ihr seht, das Wasserbecken schön umgangen. Kleiner Pro-Tipp. Oh! Jetzt habe ich gejoked, jetzt verliere ich sehr, sehr viel Zeit. Jetzt verliere ich sehr, sehr viel Zeit. Ich hätte da schon rauf können. Oh mein Gott, ich joke, Jungs! Oh mein Gott, was mache ich hier? 2 Sekunden. Ich bin noch immer 2 Sekunden schneller einfach als wie damals noch. Was eigentlich richtig traurig ist. Ich habe hier gejoked, muss ich zugeben. Und das hier ist auch schwer. Das habe ich auch früher nicht können, aber vielleicht geht's ja jetzt. Oh, ja. Jetzt habe ich es auf jeden Fall gemeistert. Und wir sehen uns jetzt bei der nächsten Map wieder nach einem kurzen Cut, die mich das letzte Mal abgefuckt hat. So, hier die Map Blackout, der Name der Map. Das ist jetzt der Expertenkurs, der wirklich für Experten vorgegeben ist. Und das bin ich eigentlich. Muss ich mich pushen. Jetzt verkacke ich auch sicher, weil ich mich gepusht habe. Und hier muss man wirklich jeden einzelnen Boost hier ausnutzen. Sonst schafft man das Ganze nicht. Also da muss man schon öfters Black Ops 3 gezockt haben für das ganze Ding hier. Ihr seht, dass sich das gerade mit den Boosts ausgeht. Und da hinten, da habe ich früher gejoked. Ich weiß genau noch die Stelle.
So, aber bis jetzt läuft's eigentlich. Den ersten Schuss daneben, aber egal. We are going on here. Oh, Wasser. Das Ganze richtig gut getimt und jetzt. Da habe ich früher immer heftig lang gebraucht. Ja, ich weiß einfach nicht, wie ich das schaffen soll. Wie soll man denn das schaffen? Könnt mir das einer bitte sagen hier? Oh! Komm! Nein! Nein! Oh mein Gott! Ja, das war wieder gejoked. Oh, ihr seht, worin hier das Ganze enden wird jetzt. Oh, ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Ich hab mich gerade konzentrieren müssen. Das Runde, das ist auch richtig schwer. Finde ich. Zumindest. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr das Ganze beherrscht. Aber ich hab's irgendwie gerade geschafft. Mal eine Runde um den Balken gelaufen. Also in die Kommentare rein, ob ihr alle... Was? Glas? Nee, oder? Ich darf da nicht so heftig reinstürmen. Aber auch nicht so dumm reinstürmen, sage ich jetzt mal. Okay, ich hab's raus, wie das mit dem Glas funktioniert. Habe ich jetzt im Multiplayer eigentlich noch nie Situation gehabt mit Glas. Oh, das war auch nice. Was muss ich denn hier jetzt tun? Oh mein Gott, oberhalb eine Wand. Aber bis jetzt läuft's eigentlich besser, als wie das letzte Mal eigentlich gar nicht so viel Rage bis jetzt, glaube ich. Bei ein, zwei Stellen vielleicht. Wo ist das Ziel? Das Ziel sehe ich immer noch nicht, entweder mit... Ach, da oben! Oh! Ja, das war jetzt easy, also... Ja. Okay, da könnte es jetzt Rage geben. Obwohl, nein, ich glaube, ich weiß, wie das Ganze geht. Oder vielleicht auch nicht. Wir sterben hier nicht. Wir bleiben am Leben. Wieso haftet er da nicht? Wieso haftet er da nicht? Bleib doch haften, Junge. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. So kurz vorm Ziel und doch am Scheitern. Oh, oh, Leute. Oh. Oh no, oh no, kann ich nicht darauf bagen irgendwie? Nein, kann ich nicht. Okay, drückt mir die Daumen, Jungs. Okay, ihr habt auf jeden Fall nicht gedrückt. Jetzt drückt ihr aber die Daumen, Mann. Mach mal das, was ich sage hier, bitte. Er haftet einfach nicht, an diesen Balken. Ich kapier's nicht, ich kapier's wirklich nicht. Wieso? Wieso? Kann man unterhalb diesen orangen Dinger nicht wallrun? Okay, ich glaube, jetzt weiß ich. Ja, der linke Balken mag mich nicht, deshalb fange ich jetzt mit ihm einfach an. Ich kapiere es nicht. Ich muss, glaube ich, mehr seitlich rennen hier. Beast, stell dich doch mal hier an. Schauen dir 100 Milliarden Menschen zu. Easy, Jungs, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, Erfolgsmomente pur. Das sind die wahren Erfolgsmomente im Leben. Auf jeden Fall. Ihr könnt gerne kommentieren, ob ihr auch das Ganze geschafft habt. Wahrscheinlich in der besseren Zeit als wie ich jetzt. Aber auf jeden Fall freut euch schon auf das nächste Video, Mom. Dann Dead Ops 2, die Arcade. Die macht auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß, habe ich gehört. Und ich zock sie zum ersten Mal. Also schaltet auf jeden Fall ein und schaut beim letzten Video Albträume vorbei. Ich probiere, wie schon gesagt, das Ganze so unterhaltend wie möglich zu machen. Und ein Like für diese Bonus-Idee von mir, diesen Bonus-Tag-Idee, einfach
mal ein Like da lassen. Und ich würde einfach sagen, wer sich dieses Video bisher reingezogen hat, der hat entweder kein Leben oder hat kein Leben. So sind die Menschen heutzutage. Haut rein und ciao.